Hier haben wir schön verpackt in dieser hochwertig verarbeiteten Tasche, diesem Aufbewahrungstasche, den Yongnuo Speedlight YN. Da steht wahrscheinlich für Yongnuo, nehme ich mal an, 600 EXRT. Das ist ein Blitzgerät für Canon mit TTL, HSS, SCS, ABS, BSE und alles, was es so gibt. Die ganzen technischen Daten, die also hier mit dem Blitz im Zusammenhang stehen, die entnehmen Sie bitte der Produktseite, auf der Sie gerade sind. Da haben die Kollegen sich sehr viel Mühe gegeben und haben das alles zusammengetragen. Ich bin im Prinzip jetzt eigentlich nur dafür da, um Ihnen diesen Blitz mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen haptisch näher zu bringen, ne? Damit Sie ein bisschen was gucken können, was halt eben Fotos nicht können, Bewegtbilder. So, darum geht es eigentlich. Wir haben also hier diese hochwertige Tasche, wie man sieht. Hier sind auch, ist auch eine Schlaufe an der Seite. Das heißt, man kann da auch noch eine Schlaufe durchziehen oder halt eben auch das Ganze ganz bequem hier. So, mal eben kurz eine Pause machen wegen Klettverschlussgeräuschen. Da einfach einen Kameragurt oder Rucksackgurt durchgleiten lassen und dann einfach hier über dieses Klettverschlusssystem dann praktisch so einfach befestigen und natürlich auch hier das Ganze dann an der Hüfte zu tragen, wenn man das so sehen kann, hier aus der Entfernung, um halt eben auch direkt den Blitz, wenn Sie nicht dauerhaft auf der Kamera haben möchten, einfach dann immer schussbereit und schießbereit dann am Körper zu tragen. In dieser Tasche befindet sich dann noch ein zweites Fach. Hier hinten auf der Rückseite und da befindet sich dann hier dieses kleine Blitzschuh-Stativ, ne, drin. Ist also hier oben einfach mal die Vorrichtung, können Sie auch für andere Blitze missbrauchen, gar kein Problem. Und auf der Unterseite haben wir dann hier so ein Viertelzollgewinde, das heißt, das Ganze kann man dann halt eben entfesselt, also einfach dann einmal so hinstellen mit dem Blitz vorne drauf oder aber halt eben auch über das Stativgewinde auf einem Stativ entfesselt, einfach so 5 Meter dann irgendwo in den Raum reinstellen, auch kein Ding. Uns interessiert aber jetzt hier der Blitz. Sehr hochwertig verarbeitet. Ich denke mal, das kann man sogar sehen. Ne? Wenn man so hier vor das Kunststoff ist, also sehr schön, ein bisschen mattiert, nicht ganz glatt. Das heißt, das wird auch dann beim Gebrauch nicht so speckig und vor allen Dingen auch, es erzeugt dann keine Reflexion. Muss ja auch nicht sein. Dann haben wir hier auf der Unterseite dann die Befestigung für den Blitzschuh. Und das Ganze wird natürlich dann hier auch über diesen Hebel dann einfach am Kamera Blitzschuh oben dann drauf befestigt, wenn der Blitz dann eingeschoben ist. Die Anschlüsse befinden sich hier auf der Seite hinter Abdeckung, die also dafür sorgen, dass hier halt eben nichts passiert an Feuchtigkeit, Korrosion, Schmutz, dass da auch nichts rankommt und nach Gebrauch wird dann hier einfach wieder die Vorrichtung dann vorgeschoben. Hier oben auch eine kleine Besonderheit, ne? Sehen Sie ja diesen kleinen Micro-USB-Anschluss hier oben auch, weil wir nämlich die Möglichkeit haben, hier eine Firmware für die Zukunft dann auch für diesen Yongnuo 600 EXRT abzugraden. Das heißt, man kann also hier dann auch davon ausgehen, dass irgendwann Verbesserungen kommen und dann kann man halt eben hier auch, wenn man es gewohnt ist, vom Smartphone oder vom Rechner, das Betriebssystem einfach dann halt eben updaten. Auf der Rückseite hier haben wir dann die Kommandozentrale mit der großflächigen Anzeige hier, wo also alle Daten dann erscheinen, um das Ganze halt eben, damit Sie auch informiert werden können, was da halt eben gerade passiert und Sie auch sehen können, was da eingestellt ist, was Sie gerade verbrochen haben. Und auf der Rückseite haben wir dann hier also die ganzen Knöpfe, auch die Bedienelemente. Bevor wir natürlich hier jetzt richtig loslegen, müssen wir erstmal Batterien hier reinmachen. Auf der Seite haben wir das Batteriefach. Hier wird dann einfach an der Seite der Entriegelungsknopf zur Seite geschoben und dann zieht man die Abdeckung einfach so runter, ne? Muss man ein paar Mal üben. Ich mache es mal kurz vor. Einmal zur Seite, also jetzt in die Richtung und dann die Abdeckung nach unten drücken und dann geht das Batteriefach hier auf. Sie sehen auch für mich das erste Mal hier, alles noch ganz jungfräulich hier mit Silikongel gegen Feuchtigkeit. Ein kleiner Warnhinweis, was da reinkommt. Und dann können wir das Ganze jetzt hier auch mit Batterien beschicken. So, habe ich ja schön meine Batteriebox hier von Enzman. Die kriegen Sie auch bei uns im Shop. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Die erkläre ich Ihnen aber jetzt nicht. Das müssen Sie mal gesondert gucken. Einfach mal eingeben, Enzman, da kommen Sie dann schon auf das Produkt. Unten haben wir die kleine Markierung hier, dann ne, symbolmäßig, wie wir die Batterien hier einzusetzen haben. Das ist auch so eine Sache, die ich zwischendurch, wenn ich das 10 Mal gemacht habe, mindestens einmal falsch mache. Geht halt auch nichts über Perfektion. So, sehen Sie, da haben wir schon den ersten Fehler. So rum und dann einmal Plus nach unten, Batteriefach wieder verschließen, hochmachen. Jetzt gucken wir mal, was passiert, ob die Batterien geladen sind. Wunderbar. Ne? Sie sehen also hier, passiert auch direkt was. So, machen wir mal hier die Schutzfolie ab. Können Sie auch ein bisschen besser gucken. Aber also hier ist die ganzen Anzeigen über das Rädchen hier unten, wird also dann halt eben auch dementsprechend navigiert. Die Tasten haben also alle Funktionen auch. Ich mache das Ganze halt eben jetzt nicht, um die ganzen Funktionen vorzuführen, sondern nur halt eben auch, damit Sie jetzt mal so ein kleines bisschen hier dann auch ein haptisches, optisches Gefühl dafür kriegen, wie das in der Praxis dann aussieht. Und
Hier haben wir dann die ganzen Tasten, die wir drücken können, wo was passiert. Die Set-Taste ist dann die Bestätigungstaste, hier oben dann rumnavigiert. Ich muss mal eben gucken, ob ich hier was einstellen kann. So, oben wird dann ausgelöst auch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht hier rüberzubringen. Und der Blitz hat halt eben jede Menge Funktionen, die Sie halt eben dann noch ausprobieren können. Und auf der Uferseite befindet sich logischerweise auch dann die obligatorische Streuscheibe für die Weitwinkelaufnahmen und einmal hier dieser kleine abschirmende Reflex, diese Reflektorfolie, die hier oben eingebaut ist, um den Blitz dann noch halt ein bisschen nach vorne zu lenken. Und natürlich, klar, ne, können wir natürlich hier auch dann dementsprechend den Blitz anhand der Gradzahlen, die sie hinten eingraviert sind, dann auch dementsprechend im Winkel hier nochmal bewegen, nach oben und nach unten. Und natürlich auch vertikal ist dann die Lichtführung möglich. So, das also hier einmal im Schnelldurchlauf, ganz kurz lockerflockig, der Yongnuo Speedlight YN600EXRT, das Blitzgerät für Canon mit TTL HSS SCS. Einem integrierten Master-Funkauslöser mit Rundgruppensteuerung. Ich gebe zu, das habe ich abgelesen. Mittlerweile ist es ja so, die blitzen ja nicht einfach nur mehr. Die ganzen Blitzgeräte, die machen ja heute fast alles. Ne? Also auch morgens Kaffee kochen kommt vielleicht auch demnächst auf den Markt. Wer weiß, ne? Kann man ja nicht wissen. Und den können Sie bei uns hier im Shop erwerben. Ganz tolles Ding mit der Option auf zukünftige Upgrades, was das Betriebssystem angeht. Viel Spaß damit!